Rundballen sind auch auf Betrieben in Hanglagen beliebt, wo vorwiegend Transporter zum Einsatz kommen. Warum also nicht diese Transporter mit einer Ballenpresse ausrüsten und so besser auslasten? Dass sich Aufbauten mit kleineren Pressen wegen der begrenzten Leistung kaum durchsetzen konnten, wagten nun die Firmen Löhnd aus Unterriberg und Heer Landmaschinen aus Gerlach einen neuen Anlauf. Die Swiss Profi Press ist ein Transporteraufbau mit vergleichbarer Leistung zu einer Traktorvariante. Aufgebaut ist diese Presse auf einem Schildtrack Eurotrans mit 175 PS Leistung und bis zu 9 Tonnen Nutzlast. Der Aufbau ist eine Kombination aus einem Lyon Heckladegerät mit Laderotor und einer Klaas Roland Festkammerpresse. Der lange Radstand des Transporters ermöglicht, dass zwischen Kabine und Presse auf einem dreh- und schiebbaren Kratzboden zusätzlich zu jener in der Kammer zwei weitere Ballen mitgeführt werden können. Die Futteraufnahme erfolgt über ein gezogenes, gesteuertes, 1,90 Meter breites, 5-Reihen Pickup. Dank kurzer Distanz des Pickups zur Hinterachse und dem Tandem-Rollensystem erreicht man auch in anspruchsvollem Gelände eine bessere Bodenanpassung und Futteraufnahme, als dies mit einem Traktor der Fall ist. Da sich das Pickup hinter der Presse befindet, fallen die Futterverluste aus der Presskammer wieder auf den Schwad und werden so erneut aufgenommen. Die größte Herausforderung besteht darin, dass das Futter zwischen Pickup und Presskammer einen weiteren Weg nach oben zurücklegen muss als bei einer herkömmlichen Rundballenpresse. Hier kann Löhnd auf seine Erfahrungen im Heckladerbau zurückgreifen. Der ungesteuerte Förderrotor ist ein bewährtes Bauteil und kommt ohne Schneidwerk zum Einsatz. Statt das Futter in einen Laderaum zu pressen, fördert der Rotor das Pressgut über einen vertikalen Kanal nach oben und übergibt es an den Originalschneidrotor der Presse. Ähnlich wie beim originalen Ladegerät wird der Förderkanal durch ineinander verschiebbare Profile geformt, sodass sich dessen Länge entsprechend der Pickup-Bewegungsfreiheit anpassen kann. Herausfordernd ist die Verengung des Förderkanals von 190 cm Breite am Förderrotor auf 120 cm am Schneidrotor. Da sollen noch verschiedene Formen getestet werden, um einen möglichst flüssigen Futterfluss zu erzielen. Der Antrieb der Rundballenpresse erfolgt über ein Winkelgetriebe und massive Ketten auf der Seite. Das Futter wird durch Schneidwerk und Rotor der Presse geschnitten, dann der Festkammer zugeführt. Das Schneidwerk arbeitet mit maximal 25 abgesicherten Messern. Der Schneidwerksboden kann bei Verstopfungen abgesenkt werden. Die Ballen mit 125 cm Durchmesser und 120 cm Breite können wahlweise mit Netz oder Mantelfolie gebunden werden. Nach dem Binden wird die Presskammer geöffnet und die Balle auf den speziell entwickelten, endlos umlaufenden Kratzboden mit zwei Auffangwannen aus verstärktem Gewebe übergeben. Diese Übergabe auf den in Fahrtrichtung gedrehten Kratzboden soll bis zu 40% Hangneigung möglich sein. Nach der Übergabe der zweiten Balle wird der Kratzboden um 90 Grad gedreht und ganz in Richtung Kabine geschoben, bevor die Presskammer zum Pressen der dritten Balle wieder geschlossen werden kann. Die Ablage der Ballen erfolgt seitlich über zwei klappbare Rampen. Dank des endlos umlaufenden Kratzbodens können alle drei der mitgeführten Ballen beliebig auf der linken oder rechten Seite abgelegt werden. Durch die große Heckscheibe und zusätzliche Kameras hat der Fahrer im Transporter eine gute Übersicht von der Futteraufnahme bis zum Absetzen der Ballen. Die Grenzen der Hangtauglichkeit wird die Praxis zeigen. Durch die optische Erscheinung nimmt man einen hohen Schwerpunkt an, dieser ist aber vergleichbar zu einem vollgeladenen Hecklader. Die Maschine kann auch zum Pressen von Rundballen bei Standladen und Pressen ab Stock eingesetzt werden. Weiter können beim Rückwärtsladen von Großschwaden, die durch Herunterrechen mit Twister oder Heubläser bereitgestellt wurden, von einer Person in einem Arbeitsgang Rundballen gepresst werden. Für diese Presse sind 150 PS Motorleistung, ein Radstand von 3,90 m und 6 Tonnen Nutzlast nötig, weshalb nur die Transporter Eurotrans und Swisstrans von Schildtrack in Frage kommen. Die erste Swiss Profi Press wurde als Einzelanfertigung zu Testzwecken hergestellt.